Und weiter geht es in ArcJet Systems. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Kapitalismuskritik. Ja. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ja, das stimmt wohl. Und hat alles mitgenommen. Diese Drecksäcke. Da hätte man so viele schöne Schaltkreise und alles mögliche an Material mitnehmen können. Schade drum. Sicherheitsterminal. Mal schauen. Sicherheitsbedenken, Geschütztürme. Ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzogen, das unsere internen Sicherheitsgeschütze davon abhält, versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Das ist doch super. Ich hänge mir was Radioaktives um den Hals, damit ich nicht erschossen werde. Das ist so diese typische Fallout-Logik. Sollten Sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die Sie in diesem Fall eventuell erleiden. Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb. Da empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich für Ihre Marke anzumelden. Okay. Okay. Sollte sich jetzt hier irgendwo noch ein Protektoron befinden? Was war denn der Vorfall im Energiekern? Dann wird er erste Hilfe leisten. Was zum Teufel ist denn los? Wie ist ein Pressevertreter in Sicherheit vorbei? Durch die gesamte Forschungseinrichtung bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarm- oder Geschützzimmer auszulösen. Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel. Und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Das schwöre ich Ihnen. Okay, also ein Pressevertreter hat es irgendwie geschafft, bis zum Maschinenkern zu gelangen. Und von dort aus, da scheint irgendwas passiert zu sein. Ja, wir haben wieder ein Level Up, aber da warte ich gerade noch ein bisschen mit. Und ich lebe in der Dusche. Ja, was steht er jetzt hier noch so rum? Sieh dir die Trümmer an. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. No shit, Sherlock. Scheint, als hätten wir die Party verpasst. Das ist eine übereilte und dumme Einschätzung. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind denn Synths? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut, ausgeborgen, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Oh fuck. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Oh. Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Hm. Oh, eine militärische Platte. Die ist ziemlich ruiniert. Ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Ja, ich würde fast sagen, das Laborsteuerungsterminal dürfte es sein. Ach, jetzt fängt der Mist schon wieder an. Express. Nein. Null. Okay.
Refugees passt auch nicht. Pattern. Nein, kann es auch nicht sein. Kennst das auch nicht? Hand das auch nicht? Officers. Nein, auch nicht. Patents, Locals. Gateway. Entren. Laport. Okay. Tür öffnen. Was ist denn? Jetzt kämpfen wir hier schon gegen Terminatoren. Ah, wow, was stecken die denn ein? Alter. Wow. Die übertreiben ein bisschen. Jetzt weiß ich auch, warum wir unseren Paladin mit dabei haben. Was? Du glaubst, wir sind nicht allein? Wie kann das denn nur sein? Zitrutspistole. Schock, Schlagstock. Kronkorken. Ja, Schlagstöcke brauche ich nicht. Wir lassen ihn mal machen. Der kriegt das schon hin. Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Da haben sie sich was Schönes einfallen lassen. Alles finden. Was haben wir denn da? Außerirdische Spielzeugrakete. Die verdammten Zünds haben sich hier überall festgesetzt. Stealth Boy. Bleib wachsam. Da vorne sind Geschütztürme. Vakuumröhre können wir sicherlich auch. Terminal. Oh, guck mal an, da haben wir auch noch irgendein Comicbuch. Wunderbar. Projektaufzeichnung, 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 Projektaufzeichnung. Marsflugprojektaufzeichnung? Nach 6 Monaten hat die United States Space Administration endlich ArcJet den Auftrag für die Entwicklung der Antriebs- und Kommunikationssysteme von Projekt Marsflug erteilt. Es war riskant, mein Team vor der Erteilung des Auftrags mit der Arbeit am XMB-Hilfstriebwerk anfangen zu lassen, aber sie sieht aus, als würde sich dessen bezahlt machen. Wir müssen noch eine Menge an der Agentur besprechen und vor uns liegt tonnenweise Arbeit, aber ich denke, dieser Auftrag wird ArcJet endlich zur Bekanntheit verhelfen. Oh, wie viel kann man denn hier lesen? Heute konnte ich mit Hilfstriebwerk erweitern. Es gibt kaum jemanden, der Dr. McLean das Wasser reichen kann und nukleare Antriebssysteme geht. Also wirklich glücksvoll, es hat das Unternehmen eine enorme Menge Geld gekostet. Wir haben einen Vertrag mit Militärentwickler rauszulösen. Mit Dr. McKellen Ruder sollten wir diese Terminlocke einhalten können. Gehen wir doch einfach mal ein bisschen weiter.
Aufgrund der Unruhen in Übersee ist die USSR sich unsicher, ob sich Projekt Marsflug fortsetzen soll. Man hat mir gesagt, dass jemand, nachdem sich die Lage entwickelt, möglicherweise ein Jahr oder mehr pausiert werden muss. Wenn das eintritt, müssen wir irgendwie mit den Einnahmen des Hochleistungssenders Vertrags überwunden kommen, den wir bereits erfüllt haben. Ich versuche die Moral hier aufrechtzuerhalten, aber das ist leichter gesagt als getan. Während uns die Welt um die Ohren fliegt, hoffentlich kann unsere Regierung das alles regeln, damit wir wieder an die Arbeit gehen können. Okay, es gab also ein Projekt Marsflug. Ich hatte jetzt tatsächlich eher gehofft, dass wir... Bingo. Oh yeah. Nein. Okay, na. Okay, nochmal raus. Na komm, wo ist es denn? Ich will ein paar Falscheinträge hier rauslöschen lassen. Aber komm, dann probieren wir es einfach mal so. Dein Like. Ein Treffer. Los. Ja. Ja, voll. Reparatur auf der Turmsteuerung. Deaktivieren wir die einfach mal. So. Hier scheint auch nichts mehr Interessantes mit drin zu sein. Scheinbar hat unser Paladin-Freund sich bereits um die ganzen Geschütztürme gekümmert. Verdammt. Ah, da ist er runter. Da können wir nicht rein, da können wir auch nicht rein. Was ist hier? Aluminiumkasten, Munition. Ich bin wirklich gespannt, was das hier noch... Ach, schau mal einer an. Na komm. Empfangsmitarbeiter. Mal schauen, was der Empfangsmitarbeiter drauf hatte. Woods. Ein Treffer. Wield. Könnte sein. Nein. Damit ist es schon mal nicht das W. Mm-mm.
Auch nicht. Bei uns könnte es dann zwei Treffer. Ach, nochmal raus und nochmal rein. Troop. Ein Treffer. Drei Treffer. Okay. Woods wird es wohl diesmal nicht... Warte mal, wenn es jetzt drei Treffer gab. Drei von fünf. Da muss es eigentlich schon fast... Da muss es diesmal Woods sein. Eigenartig. Unsafe. Wie gewünscht habe ich einen Unsafe im Bereich der Rezeption einbauen lassen. Können Sie eingehende Lieferungen bezahlen, Wertsachen verstanden und so weiter. Ah, sehr schön. Presse. Aha. Okay. In der Nähe der Rezeption. Ist das hier die Rezeption? Ja, das sieht mir aus wie die Rezeption. Das heißt, ich muss... Ach, ein Bodensafe. Das wär's. Schön, schön, schön. Ja, okay. Der Triebwerkskern ist vor uns. Dürfte unser letzter Halt sein. Kommt der jetzt mit oder will er nicht? Ha. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Eine Rakete! Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ja, hoffentlich geht das Ding jetzt nicht los. Aber das ist nur ein ganz normaler... Okay, was heißt ganz normal? Aber das ist ein Raketentriebwerk. Ich hätte jetzt fast gedacht, das wäre ein Orion-Triebwerk, weil... Naja, sah mir ein bisschen danach aus, aber gut. Ein Orion-Triebwerk, für alle, die sich das jetzt fragen... Oh. Junkjet? Was ist das denn? Schaden? Feuerer? Ach! Junkjet! Damit kann ich Müll feuern. Alles klar. Nehme ich doch einfach mal. Schienenbein werfe ich auch noch. Okay, laden. Okay, they... Also. Ah.
Achtung, der Maschinenkern wird in Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme von Energieoptionen. Hauptenergie aus, Hilfsenergie. Okay, wir haben wieder Energie. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Wunderbar, wir haben noch einen. Oh, ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Was passiert jetzt? Ach, ich habe hier die Tür zugemacht, okay. Okay, das hat, glaube ich, wenig Sinn. Ah, als erstes die Zombie-Apokalypse und jetzt kämpfen wir hier den Krieg für John Connor. Gegen Skynet. Oder das Institut. Schauen, was die Institutspistole bringt. Da. Nur 15? Ach komm, nee. Ein lustiger Aufzug. Okay, ja, wir scheinen tatsächlich oben zu sein. Ich glaube, wir werden verfolgt. Wir werden nicht verfolgt, wir verfolgen jemanden. Ah, Institutsgewehr. Schaltplatte von Militärstandards. Antriebskernkontrollraum. Ha, können wir möglicherweise die Rakete hier einfach mal starten? Okay. Was haben wir hier noch? Alles kaputt. Nichts wirklich Interessantes mehr. Ach, jetzt trage ich zu viel. Ja, Junge, ist ja gut.
Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir auch schlechter. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Ja, geil. Haben wir ein schönes Lasergewehr bekommen. Wunderbar. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Ich trete einfach allen bei. Treffen wir uns am Polizeirevier. Dann besprechen wir die Einzelheiten. Abgeschlossen. Ruf zu den Waffen. Schön. Schön. Semper Invicta. Kehren wir dahin doch mal zurück. Dann werde ich ein paar Kleinigkeiten an meiner Rüstung, an den Waffen rumprobieren. Na komm, die kann auch raus. Jetzt sind wir wieder ein bisschen niedriger. Und dann geht's weiter in Richtung dieses, wie heißt das Ding nochmal? Oberland. Dann geht's weiter nach Oberland. Gut, dann bis zur nächsten Folge.